Ein Hallo von mir und ein herzlich Willkommen von euren Charles. Ich begrüße euch zu einem neuen Raid Guide zu Seele des Schöpfers aus dem Patch 3.4. Das ist der letzte Teil der Serie von Alexander. Wir gucken uns gemeinsam den Kampf an, gucken uns an, wie ihr das am besten handeln könnt. Beginnen tut man hier bei Prime Alexander, wir haben es mit A und B markiert. Die Markierungen werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt für die zwei Tanks benötigen. Wichtig ist, für die Tanks zu sagen, er macht die ganze Zeit Schaden auf euch, so wie hier, cleaved eben immer nach vorne. Ganz wichtig für die Tanks, immer wegdrehen von der Gruppe, dem Prime. Für die Heiler vorher am besten ausmachen, wer den Main Tank Fokus bezüglich Heilung, denn er macht nicht nur Schaden auf den Tank, sondern auf die Gruppe, so wie hier den Super Sang. Tun sie am besten die Gruppe zusammenstehen, dann tun sie die Heiler einfach leichter mit dem Gruppenheal. Brennendes Urteil wird er ebenso casten und das ist der Tank Buster. Hier wirklich gucken die Tanks, zündet was geht und eben die Heiler fokussen. Er macht ganz schön viel Schaden. Weiters castet das Sakrament hier, das ist ein Move, den werden wir uns ganz genau ansehen. Und zwar, ihr seht hier diese Kugeln auf der rechten Seite, diese kleinen, also rechts und links sind welche. Und in diesem Zwischenraum zwischen den Kugeln castet er. Das heißt hier, wo die Kugeln den kleinen Abstand haben, hier ist eben immer frei. Das müsst ihr eben gucken im Spiel, wie ihr das genau macht mit Hinstellen. Weiters werden random Spieler markiert, so wie hier mit dieser roten Markierung, einfach weg von der Gruppe. Er macht hier seinen Move, peitschendes Licht, und dann könnt ihr einfach wieder zur Gruppe zurück. Sobald wir in Down, ein Stückchen Down haben, werden Ads kommen. Und hier ist ganz wichtig im A und B. Ein Tank auf A und der andere auf B. Einmal Aggro holen und dann in der Mitte zusammenziehen. So wie für die Caster, so wie als Blackmensch hier auch Schaden drauf, so viel geht. Dann spawnen nochmal zwei. Hier, die könnt ihr auch wieder zusammenziehen für die Tanks. Macht euch nur aus, welcher als erster gekillt wird. Und dann aufpassen. Es werden vier Ads weiter spawnen und hier am besten immer zwei DDs auf einen und denselben, denn diese casten Semi-Sanctus und jeder für sich, das heißt, jeder von den vier wird Semi-Sanctus casten und die machen schon einen ganz schönen Schaden, wie man jetzt hier sieht. Deswegen am besten zwei DDs immer auf ein Ad, damit es so schnell wie möglich down ist, damit eben nur mehr zwei casten können. Wie man sieht, die setzen dann ganz schön zu. Wenn wir die Phase überstanden haben, diese Ad-Phase, wird dann der Boss verschwinden, wenn ihr alle Ads down habt. Wenn nicht, dann habt ihr einfach zu wenig Damage. Und hier eine Eigenheit, was wir kennen eigentlich, glaube ich, nur von verschlungenen Schatten. Und zwar hier 3er LB Tank zünden. Den zünden am besten bei 4 Sekunden, also jetzt. Wenn ihr hier das nicht macht, dann wipet die komplette Gruppe. Unbedingt Tank LB raus. Hier ein bisschen zum Genießen, sieht man relativ selten einen 3er Tank LB. Wenn das durch ist, kommen wir in die Phase 2. Hier kommt Prime zurück und zwar mit Flügeln. Und jetzt haben wir Phase, hier müssten die Tanks auch aufpassen. Sofort ein Prime umdrehen, weil er fängt nämlich wieder zu cleaven an. Wird natürlich auch weiter seine ganzen Tank Buster casten und so weiter. Und es werden Spieler mit Gelb und grün markiert. Wir schauen es uns getrennt voneinander an. Das Gelbe kennen wir, das ist die sogenannte Schadensteilung. Das ist hier die Spieler an einer Stelle treffen, denn er wird dann die Zeit stillstehen lassen. Die anderen mit dem grünen Mark weg von der Gruppe und auch nicht zusammenstehen, die Grünen. Also wichtig, immer zur Seite weg. Das heißt wirklich eine örtliche Trennung von den gelben und den grünen Marks. Denn in weiterer Folge er castet Zeitstillstand und hier werden wir sehen, er hält wirklich die Zeit an. Hier das zum gelben Mark. Hier bekommen wir eben den Cast von ihm. Und weiters, das sehen wir da hinten jetzt auf der Rückseite, wo die hier castet auf die Grünen eben einzeln nochmal drauf. Und danach Sakrament. Deswegen hier ein bisschen aufpassen, wo ihr auch rumsteht und nach dem Zeitstillstand immer die Kamera drehen. Wo taucht der Boss auf? Das ist ganz wichtig, darum dreht sich ja bei mir hier ein bisschen, ja für euch vielleicht ein bisschen verwirrend die Kamera. Ich gucke nämlich, wo geht er hin, und wenn man hier sieht, okay, ich bin hier schon gut gestanden, das heißt hier kann ich stehen bleiben und die anderen haben auch genug Zeit, dass sie wieder retour laufen können.
Das heißt, ihr müsst hier einfach von der Optik her wirklich die Kamera immer so drehen, dass ihr seht, wo der Boss steht. Nach der Phase sofort den Boss wieder umdrehen, die Tanks hier immer wirklich aufpassen, weil er immer wieder seinen Cleave macht und natürlich auch seinen Tankbuster und den Super Sanctus. Deswegen für die Heiler, also wenn die Tanks wissen, wie es funktioniert, dann habt ihr wirklich ein besseres Leben, weil dann tut ihr euch einfach viel leichter mit der Heilung. Und wie gesagt, einer immer den Main Tank fokussen und der andere guckt ein bisschen auf die Gruppe. Hier sehen wir noch brennendes Urteil, das ist eben dieser Tankbuster. Wenn wir gucken, Tank bekommt wirklich einiges an Schaden und darum immer Tanks alles zünden in der Phase immer nach der Reihe und die Heiler fokussen. Er wird immer wieder weiter cleaven, das heißt passt wirklich die Tanks auf, dass ihr den Boss immer wegdreht. Geht weiter wieder mit grünen und gelben Markierungen, ein bisschen auseinander drehen. Wichtig in der Phase, sobald die Zeit stillsteht, fängt an die Kamera zu drehen, damit ihr wirklich seht, wo taucht der Boss auf und so wie hier seht ihr auch sofort rein in diese Safe Zone. Dann kann euch eigentlich nichts passieren. Random werden immer noch Spieler markiert, das heißt, das wiederholt sich immer wieder. Er castet erneut seinen Super Sanctus. Und wenn wir bei einer bestimmten Phase wieder verschwinden und hier kommen jetzt in die Ads-Phase. Er wird Zeittore öffnen und hier an vier Punkten auf der Seite 4 DDs hinein. Also wir haben es mit 4 DDs gemacht. Ihr habt es ja schon gehört, dass einmal ein Tank mitgeht und ein DD noch draußen bleibt. Ein bisschen Schaden machen. Hier so schnell wie möglich eben das Ad down. Sollte irgendeiner schneller sein als die anderen, kann er dann zur nächsten Plattform springen. Das heißt, es ist hier auch kein Problem, wenn einer ein bisschen weniger Damage hat. Na, dann springen halt ein, zwei zu ihm auf die andere Plattform und helft ihm einfach raus. Aber so wie bei uns war es eigentlich auch nicht notwendig, war alles in der Zeit da und somit. Wenn das erledigt ist, kommt man wieder zurück zum Boss. Und in der Phase dann auch gleich aufpassen, solltet ihr vor dem Boss auftauchen, sofort weglaufen, weil er klifft immer noch weiter und macht natürlich auch sein brennendes Urteil und so weiter. Jetzt zur letzten Phase, hier kommen noch Bodenflächen dazu und hier muss man wirklich aufpassen, die geben einen Debuff und wenn man dann eine rote Markierung hat, dann ist man ja tot, so wie es hier leider passiert ist. Wir schauen uns in der Zeitlupe an, ihr müsst hier gucken, die Markierung raustragen, es gibt auch innen Safe Spots, ganz kleine Flächen, weil das Problem ist, ihr kriegt dann so einen Debuff davon und ihr habt vermindert, also ihr habt erhöhten Schaden eigentlich, ihr seid weniger resistent dagegen. Und so wie es Lila passiert, der bekommt den Debuff jetzt und noch dann den Schaden drauf und somit unweigerlich stehend umgefallen unser Lila. Er wird immer wieder sein Super Sanctus casten. Das heißt, hier müsst ihr wirklich immer aufpassen. Die Heiler fokussen. Markierungen kommen nochmal dazu. Und eben auch inklusive Bodenflächen. Ihr müsst halt da wirklich flexibel sein und bin da drauf gekommen, nach ein paar Mal spielen, dass am besten ist, in der Phase, wenn man dann wirklich zum Rand hinausläuft, dann am Rand draußen sind, da am wenigsten von diesen Bodenflächen, das heißt, da gibt es da einige Safe Spots und so wie Schwarzenberger, kann man halt dann schon früher eigentlich hinauslaufen. So wie ihr seht, auch diese Safe Spots in der Mitte. Und so wie haben wir da wieder den Weg, den langeren eigentlich rausgesucht. Das heißt hier, weil man sprinten kann, ist natürlich von Vorteil. Aber man sieht, das ist bei mir ja nicht ausgegangen und ich habe sofort erhöhte Verwundbarkeit. Und wenn man hier dann auch noch vielleicht in so einen Strahl oder so hineinläuft, dann müsst ihr halt wirklich, wirklich aufpassen. Weiter geht's mit Schadensteilung, grüne Markierungen. Er wird weiter casten, Sanctus, sein Tankbuster. Das heißt hier knallt halt alles. In der Phase halt einfach hinaus. Hier muss man wirklich gut zusammenarbeiten. Sobald er in Alexanders Beschwörung geht, kommen wir dann in die letzte Phase. Hier, wenn man unter 50% ist, dann ist normalerweise kein Problem, das bis zum Ende durchzuziehen. LB, ja, können wir entweder, wenn die Gruppe gut funktioniert, sowieso aufwenden, so wie es wieder gemacht haben, so wie hier, eben, dass es da Nahkämpfer macht. Wenn ihr nicht sicher seid, müssen sie es die Heiler halt aufheben für einen Heal-LB. Und in dieser Phase jetzt, in der letzten, kommen eben noch diese Lasermarkierungen dazu. Was bedeutet, der Spieler wird random markiert und legt dann 4 Felder ab. Hier in Bewegung bleiben.
Entweder ihr legt sie so ab, wie wir hier sehen, oder wenn ihr genug Platz habt, im Viereck. Was heißt das? Ihr stellt euch hin, wartet, bis die Markierung gesetzt ist, lauft dann weiter und wartet erneut wieder. Das heißt, ihr habt immer ein paar Sekunden oder ein paar Augenblicke Zeit, dass ihr aus dem Feld hinauslaufen könnt. Bleibt ihr drinnen, bekommt ihr einen Debuff. Zeitstillstände auch wieder überleben, natürlich zusammenlaufen, Markierungen aufpassen und natürlich auch sofort gucken, wo der Boss ist, und so wie ihr seht in der Phase, da müsst ihr eben alles gleichzeitig machen. Ihr müsst die Markierungen ablegen und auch gucken, wo das freie Feld ist, in dem Fall nach links, und dann seht ihr auch, zack, das wird abgelegt, und erst sobald es abgelegt ist, wird es aktiv. Das heißt, ihr habt wirklich Zeit, hinauszulaufen. Bei mir ist es also, ich habe keinen Ausweg mehr gehabt, ja. Und wie ihr wisst, manchmal springen hilft, hat aber nichts geholfen. Das heißt hier, ihr seht, ich kriege diese Blutung. Ja, und wenn wir das alles erledigt haben, dann steht dem Down des Bosses eigentlich nichts mehr im Weg. Dann habt ihr es geschafft und habt es eigentlich wunderbar überlebt. Könnt eure Weeklies damit machen. Und somit bedanke ich mich fürs Zugucken. Über Like, Abo und natürlich Daumen hoch würde ich mich freuen. Und somit ein Tschüss von mir, ein Tschüss von eurem Charles. Bis zum nächsten Mal.